So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Montag, es ist selbstverständlich Gymtime. Wir sind bei mir zu Hause und es gibt ein perfektes Home-Workout mit Resistance Bands für alle, auch für Fortgeschrittene. Wenn ihr dieses Workout macht, jeder, der sagt, man kann mit Resistance Bands zu Hause nicht intensiv, spaßig, wirklich voller Freude trainieren, der soll das einmal nachmachen und dann mir wirklich die gleiche Antwort nochmal geben. Ich verspreche euch, das ist ein Workout, was Spaß macht, was motiviert, was wirklich intensiv ist, durch die Kombination der Supersätze, das ist so schön. Ich habe es gerade abtrainiert, braucht erstmal 15 Minuten, bis ich wieder irgendwie zu Wort komme, weil es so Spaß macht. Macht euch, ich werde nicht aufhören, euch ins Gewissen zu reden. Ich bin jetzt auch wieder voll motiviert, die Form wird auch jetzt wieder zu Hause besser und ich möchte euch wirklich dazu raten, eure Lieblingsmusik anzumachen. Ich höre hier 90s, die bringt mich gut drauf. Also, Lieblingsmusik, sucht euch ein Örtchen, wo ihr Platz habt, nehmt euch, das dauert 45 bis 50 Minuten, wir machen heute ein Oberkörper-Workout, beim nächsten Mal ein Unterkörper-Workout, nehmt euch die Zeit, alles weg, nicht zwischen der Couch, sondern macht das Workout, nehmt euch das, macht das 2 bis 3 Mal die Woche, ihr werdet Ergebnisse sehen, ihr werdet euch besser fühlen, ich fühle mich so gut danach, es ist so schön, deswegen mache ich die Speech auch danach, weil ich genau weiß, wie schön das ist, wenn man es wirklich trainiert hat, wie toll es ist, wie intensiv es ist, wie gut man sich einfach fühlt, aufgepumpt, zieht euch einen Tanktop an, macht euch gutes Licht an, Musik und so weiter und legt einfach los. Es macht so Freude, einfach zu Hause zu trainieren. Kleine Ankündigung, wirklich nur an der Stelle. Wir haben die Gyms in the Bag wieder da, aber wir haben einen Teil fliegen lassen. Das heißt, ihr könnt die jetzt bestellen, aber ihr solltet, und das meine ich wirklich so, wir haben nämlich nur einen Teil fliegen lassen, wir haben 1000 Stück in etwa fliegen lassen, damit die jetzt schon da sind und der nächste Teil kommt mit dem Schiff. Das dauert noch ein bisschen. Seid bitte schnell. Es ist das Beste, was ihr machen könnt. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Gyms noch zu sind. Es ist das beste, effektivste Workout, was ihr zu Hause mit wenig Aufwand machen könnt. Diese Resistance, ich schwöre auf die und deswegen, wie gesagt, ich hatte die ja vorher schon, bevor ich die hatte, deswegen ich liebe diese Dinger. Wir brauchen einfach Widerstand bei Übungen. Wenn wir die Übung perfekt kombinieren, kommen wir da auf ein perfektes Workout. Ich liebe es mit den Bändern zu trainieren. Ihr könnt die überall mitnehmen. Ihr könnt draußen damit Sport machen. Es geht einfach so perfekt. Ich liebe diese Dinger. So, und das reicht erstmal bei der Werbung, weil ich glaube, dass auch die erste Geschichte jetzt schnell ausverkauft sein wird. So, Workout mit Resistance Bands. Wir schneiden das so zusammen, dass ihr es wirklich nachmacht. Ich erkläre euch jetzt ganz kurz, wie die Übungen aufgebaut sind und danach schneiden wir es so, dass ihr es nachtrainieren sollt. Wir machen ein Zirkeltraining. Wir machen erst gut warm machen, das ist ganz, ganz wichtig, auch zu Hause. Gute Musik, paar Jumping Jacks und Mobility. Das sind so Sachen, die ich sonst im Gym so ein bisschen vernachlässige. Zu Hause konzentriere ich mich auf Mobility, auch auf ein bisschen Dehnung. Das heißt, ich dehne meinen Körper ein bisschen. Die Außenrotatoren kann man mit Bändern fantastisch, auch im Gym solltet ihr wirklich die Außenrotatoren auch gerne mit Resistance Bands eben praktisch warm machen. Supraspinatus, auch nach oben ein bisschen, wirklich alles schön, die Außenrotatoren warm machen, ein bisschen dehnen, paar Jumping Jacks, 5-6 Minuten. Dann legen wir los mit der Schulter. Das heißt, wir machen erstmal Seitheben, immer einzeln mit jedem Arm einzeln. Und dann, das ist das Schöne, und dann geht es in die Military Press. Und da haben wir eben nicht mehr so viel Power durch die Seitheben. So, das ist die erste Übung. Direkt ohne Pause geht es an die Brust. Schaut euch wirklich sehr, sehr genau die Übungen an. Erstmal werden Push-Ups gemacht mit den Resistance Bands. Dann direkt ohne Pause im Supersatz. Leicht fliegendes schön in den oberen Teil der Brust ziehen. Ihr seht auch dann da ist die Schulter ist vorbelastet, die Brust ist vorbelastet, da geht nicht mehr viel. Dann direkt ohne Pause eine stabile Türklinke suchen, einhaken, erst die hintere Schulter, dann direkt ohne Pause, so viel wie es geht, direkt ohne Pause, so eine Überzugsvariante, schaut euch das auch sehr, sehr genau, und dann direkt ohne Pause, so ein Dreier-Supersatz, richtig schön rudern. Normalerweise würdet ihr beim Rudern eben nicht so viel schaffen, aber durch die zwei Vorgeschichten, durch die Vorbelastung geht da auch nicht mehr so viel, das heißt, ihr kommt da auch bis ans Muskelversagen, dann lasst ihr das an der Türklinke und macht Crunches, und die Crunches-Variante ist so das heftigste Crunch-Erlebnis, was ihr kennt. Jetzt kommt Total Crunch, die Trainings Revolution für den ganzen Körper. Total Crunch ist ihr perfekter. Dann geht's wieder von vorne los mit der Schulter. Davon 4 bis 5 Sätze. Immer jeden Teil, jede Wiederholung, jeden Satz bis zum Muskelversagen, jeden Teil der Übung bis zum Muskelversagen. Ihr werdet sehen, bei dem ersten Durchgang schafft ihr vielleicht noch 20, beim vierten, fünften
10 bis 12. Und damit seid ihr in einem perfekten Wiederholungsbereich. Damit könnt ihr bis ans Limit trainieren. Es macht Spaß. Wir haben den ganzen Oberkörper mit drin. In der nächsten Woche gibt es die Beine. So, und jetzt könnt ihr so einen Button einblenden. Ab jetzt geht praktisch das Workout los mit ein bisschen Motivation. Ich erkläre euch da noch ein paar Sachen mit Sätzen und so weiter. Schaut euch das sehr, sehr genau an von der Ausführung. Und viel, viel, viel Spaß beim Trainieren. Und trainiert. Bitte tut mir den Gefallen und trainiert das Workout. Und egal welches Workout ist besser als gar kein Workout. Meine lieben Freunde, tut mir den Gefallen. Ich weiß ganz genau, wovon ich rede. Ich war auch in einem kleinen Loch. Jetzt geht es mir wieder besser. Jetzt geht das Training los. Abonniert den Kanal, bleibt dabei. Schaut bei Facebook, Instagram mal vorbei. Wie gesagt, Gyms in the Bag. Die besten Supplements, Body AP Nutrition, die beste Mom, die Viewer. Bis dahin, euer Simon und jetzt loslegen. Die Crunches-Variante ist so das heftigste Crunch-Erlebnis, was ihr kennt.